Über 2 Millionen Spieler pro Tag habe ich jetzt zuletzt gesehen von diesem Spiel. Ich glaube, das muss taugen. Ich schaue mal rein, was Palworld so ist. Ne? Ich habe es mir geholt und will mit euch da begleiten und dann schauen wir mal, wie wir die Welt erstellen und dass wir die ersten Sachen machen. Ich gucke zu, dass ich zwischendurch immer einen Speedrun mache sozusagen. Das heißt, ja, dass ich schneller laufen lasse und dann mal zwischendurch nur quatsche und nicht permanent. So, Raitonien nennen wir das Ganze. Bestätigen, Weltname ist klar, mehr Spieler machen wir nicht, Schwierigkeit ist normal, benutzerliche Schwierigkeit, das brauchen wir jetzt mal nicht. Dann gehen wir auf Bestätigen, dann erstellen wir die Welt. Dann ist das der Name, der bleibt so. Voreinstellungen haben wir hier welche, dann nehmen wir ihn hier mal, Körper. Typ 1 wäre eine Frau, Typ 2 ist der Mann, Hautfarbe ist ein bisschen zu dunkel, machen wir heller, Torso Größe, ich bin ein bisschen dicker, Armgröße bin ich schwach, Beine habe ich ein bisschen stärker, so wird es sein, Gesicht machen wir vielleicht den, oder dann haben wir noch den, ja, so ein 3-Tage-Bart hätte ich ja eher mehr so in dieser Richtung, aber ne, ich glaube so, beziehungsweise so lassen wir es. Dann Augen sind schon passend. Augenfarbe ist graublau eigentlich. Gibt es da noch was? Warte mal, das ist da, das ist da. Dann können wir hier hin. Blau, grau. Mehr ins Grau. So. Helligkeit. Vielleicht noch ein bisschen mehr ins Graue rein. So. Das passt dann auch. Haben wir hier noch was? Augenbrauen, Farbe ist braun. Nee, ich will alles in Grau haben. Nee, lila nicht. Ich dachte, das wäre grau. Schwarz auch nicht. Wo ist grau? Da, da ist grau. Dann gehen wir zu den Haaren über. Ja, leider gibt es hier keine Haare, wie ich sie hätte. Achso, da scrollt man rein und nicht hier runter. Okay. Dann machen wir Glatze oder machen wir so ein. Auf jeden Fall muss die Haarfarbe so sein. Nee, dann mache ich glaube einen Glatzentyp. So, das ist es. Stimme. Da sind schon Frauen. Dann machen wir das und Spiel beginnen. Ja, kann ich nicht mehr ändern. Ist alles gut. Gut, dann haben wir da drei Tierchen. Ein Vogel, ein Schaf. Und vielleicht eine Katze und jetzt hauen sie ab. Wir sind gestrandet und müssen jetzt in der Welt zurechtkommen. The towers are the key. Die Türme sind der Schlüssel. The three holds the truth. Okay, die drei halten die Wahrheit. Gut, dann laufen wir mal vom Strand weg, so wie das aussieht. Und haben hier unser Interface, wie ihr seht. Level 1 sind wir, 500 Energie da unten, was es auch immer ist. B wie bauen ist neu. Oben rechts haben wir schon Sammler abgefallene Äste oder Schlage, Bäume und an Holz zu kommen. Erste Aufgabe brauchen wir. Windstiegkügel sind wir. Okay. Wir brauchen erstmal Holz und Steine. Wofür ist das hier gut? Ist das hier schon Holz zum Sammeln? Wohl nicht. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Ist das Holz? Nein, das ist kein Holz. Was ist das? Ah, da ist schon Holz. F, da ist nochmal F. Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Survival Guide ist hier. Habe ich mir schon alles durchgelesen, habe nämlich kurz einmal reingeschaut, ob das Spiel läuft und ja, da gibt es ganz viele Tipps, ne? Ist klar. Öffne mit B das Baumenü, mit B. Da können wir eine Werkbank bauen. Und B war das, ne? Wir brauchen 4 Holz und wir haben nur 2 Holz. Ja, und dann müssen wir also noch weiteres Holz haben. Quatsch, da nicht machen. Jetzt müssen wir erstmal Holz finden. Da liegt noch ein Holz. Oh, da liegt noch jemand auf dem Feuer. F ist es. Level 2, du hast 6 TP. Verbrauchte Energiepunkte, um neue Gegenstände und Anlagen freizuschalten. Okay. Wer ist das? Kann ich mit dem reden? Ja, kann ich. Jemand, der nicht nach Pelz riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen.
Die Sinne ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurde sie von wilden Pals abgemurkst. So, so, pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar abgeben, aber um hier rüber leben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Okay, Holz, 10 Stück gekriegt. Sehr schön. Das Feuer kann ich nicht nutzen. Ich habe jetzt 10 Holz. Jetzt ist noch die Frage, kann ich hier was abbauen von? Ah, da ist noch ein Holz. Nee, das kann man nicht abbauen. Das wohl auch nicht. Geht hier was? Ah, den Stein kann ich schon mal sammeln. Hier kann ich nichts sammeln. Gott. Ja, schneller laufen kann man mit Shift, ne? Ja. Hier ist aber auch nichts los. Hier, ich wollte gerade sagen, hier komme ich nicht weiter, aber hier kann ich auch nichts aufsammeln. Will ich da weitergehen? Ist hier was zu entdecken? Ich glaube nicht, ne? Da ist auch schon Ende, dann gehen wir zurück. Ja, wir brauchen jetzt eine Fläche, wo wir uns heimisch fühlen dann. Wahrscheinlich sollen wir das hier unten machen. Okay, hier geht's runter. Hier haben wir schon ein schickes Hühnchen. Schickipi. Okay, die können wir gleich mal gucken, dass wir die zu unserem Freund machen, wenn man das so nennen darf. Hier ist Holz. Ah, hier ist doch Stein. Das kann man doch bestimmt abbauen, oder? Ja. Stein einmal. Wir brauchen bestimmt mehrmals Stein. Zweimal Stein. Ich hole mal fünfmal Stein. Ah, wir haben keine Ausdauer mehr. Was macht denn unsere Werkbank dann? Aber wir brauchen noch Holz für die Werkbank und da haben wir ja genug von. Dann lass die Werkbank doch mal hier hinbauen. Näher ran und dann bauen. Ja, später können diese Pals, diese Tierchen hier uns beim Bauen helfen, ne? So, wir können eine Keule machen, wir können eine Fackel machen. Wahrscheinlich machen wir mal die Keule, ne? Dann haben wir schon den ersten Knüppel in der Hand. Obwohl eine Fackel vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn es dunkel ist, dass wir was sehen. Komm, das machen wir auch noch. So, Knüppel haben wir auch. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, was können wir noch machen. Wir brauchen 5 Steine und 5 Holz für die Spitzhacke. Und das gleiche nochmal, also 10 und 10. Das heißt, ich gehe jetzt Steine klopfen und Bäume fällen. So, von jedem haben wir jetzt 5, das sollte also funktionieren. So, jetzt haben wir eine Grundausrüstung. Ja, Escape-Taste funktioniert irgendwie nicht so gut, ne? So, jetzt können wir hier schneller abbauen. Du hast genug ungenutzte Statuspunkte. Okay, dann müssen wir die mal gucken. So, das ist hier ein Palladium-Bruchstück. Unser Team ist klar Technologien. Okay, das ist alles freigeschaltet und wir sollen... Warte mal, was ist denn unsere Aufgabe? Technologiebildschirm und schalte Palsphäre frei. Okay, T ist Technologiebildschirm und Palsphäre freischalten ist das hier. Okay. Nochmal T drücken, schließt das Fenster leider nicht. Stelle Palsphäre her. Also, die muss ich jetzt hier wieder machen. Ah, das erste haben wir schon. 3 und 3 brauchen wir. So, jetzt können wir so eine Fähre herstellen. Oder auch 3. Ne, nur 2, aber es ist erstmal gut. So, und jetzt müssen wir hier das Hühnchen da mal kriegen, ne, oder? Greife einen Pal an, um ihn zu schwächen und wirf dann mit Q eine Sphäre, um den Pal zu fangen. Gut. Und da haben wir ihn. Okay. Öffne Menü den Technologiebaum und schalte Pal Box frei. Okay. Pal Box ist das. Kann ich das schon? Ja, kann ich wohl. Suche dir eine Fläche, stelle bei einer Pal Box. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Greife auf deine Pal Box zu und rufe einen Pal ins Lager.
Ja, hier ist ja ganz nett und schön, dann machen wir das doch hier, oder? Und Rohstoffe werden ja auch abgebaut, das heißt, ich würde den jetzt mal hier abbauen. So, wo kann ich jetzt hier eine Palbox abbauen, aufstellen? So muss ich wahrscheinlich erst hier bauen, ne? Kann das sein? Ne, doch nicht. Wohl im Baumenü, ne? Da ist er. Du hast nicht genügend Material. Okay. So einen Stein brauchen wir und Holz. Und die normalen Steine haben wir. Ich keine Axt mehr. Was ist das? Was ist mit meiner Axt? Warum kann ich die nicht mehr nehmen? Die ist doch hier. Spitzhacke, nicht Axt. Erz ist da auch rausgekommen. So, okay, das kann man nicht überall hinbauen, oder wie sehe ich das? Doch, kann man doch, man muss nur passend laufen. Dann bauen wir die doch mal, oder? Greife auf deine Box zu. Mache ich. Und die lagere ich jetzt ein. So, habe ich erledigt. Öffne Tab, den Inventar benutze mit dem Essensgegenstand, um den Hunger zu stillen. Habe ich was zu essen? Rohes Fleisch. Kann ich wohl essen. Wenn du ein Level aufsteigst, öffne. Habe ich. Ich glaube, ich bin schon Level aufgestiegen. Jetzt muss ich meinen Status ändern. Werte erhöhen. Ausdauer, Angriff, Verteidigung. Ausdauer erschien mir jetzt schon mal als schlecht. Wo sind die Punkte, die ich vergeben kann? Ah, wahrscheinlich da, ne? Ja. Dann machen wir das so. Haben wir schon geschafft. Mehr geht nicht. Fange 5 Lammballen und erhalte einen Erfahrungspunkt als Bonus für deine Paldex. Okay, das heißt, wir müssen jetzt diese Sphären bauen. Dafür muss ich ganz viel farmen. Das mache ich jetzt als nächstes. Aber dies könnte ich auch definitiv dann machen, während ihr offline seid. Würde ich sagen. Machen wir alles nach der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.